Hallo meine Einhörner und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge WTCraft Staffel 4. Ich habe ein bisschen was im Inventar mittlerweile, ein bisschen lang schon eine Erkundungstour. Franz ist auch wieder mit dabei. Ich hab dir was gefunden vor, Tobi. Das ist nicht schwer. Grüße gehen raus an Alex. Das ist, glaube ich, mittlerweile die vierte Schatzkarte, die ich jetzt gefunden habe. Die holen wir uns jetzt noch, weil diese versunkenen Bastarde mit ihrem blöden Dreizack nerven mich mittlerweile. Sag jetzt nicht, dass diese Scheißkiste unterm Wasser ist. Kiste ist unterm Wasser. Warte mal, die muss hier irgendwo sein. Yes. Schon wieder? Ja. Ich habe zwei Diamanten gefunden. So. Ich habe sieben. Also als Maul. Das ist gemein. So. Dass ich jetzt alles mittlerweile dabei habe. Holy shit. Für Strip Mining vier Blöcke immer auslassen, gell? Was? Nein. Hä? Zwei? What the fuck? Was für vier? Das macht ja gar keinen Sinn. Stimmt. Es ist immer vier davor kommen. Hä, aber natürlich. Was? Nein. Nee, du warst rein. Du hast recht. Du hast recht, ich hab's verstanden. Dann gehen wir halt mal nach unten. Das Wasser ist auf jeden Fall schon mal cool, Lava. Das gefällt mir schon mal nicht. Ne, da will ich nicht runter. Aber ich will jetzt auch nicht. Okay, guck mal, hier geht's auch nicht. Ah, dann nehmen wir doch das. Oder ich fange jetzt dann einfach Strip Mining an, weil da unten findest du halt auch ständig Lava. Eigentlich. Auf der Ebene sind so viele. Aber dann sollst du vielleicht zu mir kommen, bis du dich erstmal runter baust. Bis dahin ist ewig Zeit vergangen. Dann komm lieber zu mir und hilf mir. Ich glaube, das ja macht mehr Sinn, als eine neue Treppe zu bauen. Jetzt chill. Also eins, zwei und dann hier wieder. Aber Strip Mine ist halt jetzt fürs Video auch irgendwie kacke, oder? Ja, das mal aufkam. Strip Mine immer aufkam. Okay, da will ich jetzt eigentlich ungern runterfliegen. Das tut weh. Hey, das kann es ja nicht sein. Das ist schon wieder eine Riesenschlucht, Alter, und hier ist keine Lava. Nicht keine Lava? Hast du das Netherportal jetzt eigentlich schon fertig? Ja, wenn ich mal Lava finden will, vielleicht. So, ist das immer noch das Problem? Okay. Mich wundert so, dass du beim Strip Mine da unten nur keine Lava vollkommen gefunden hast. Nö. Also ich meine, ich hätte ja theoretisch schon war in der Nähe von so einem großen Raum, aber hab ja nicht. Ja, normal auf der Ebene. Also mir geht's immer so, wenn ich Strip Mine, finde ich da unten 20 Lava sehen und irgendwann dann finde ich mal Diamanten. Nee. Deswegen sag ich ja, werde ich jetzt dann auch Strip Mine einfach anfangen. Boah, das ist unmotivierend. Ich habe normalerweise übel das Dusel, was dir das angeht, aber heute irgendwie nicht so. Willkommen im Club. Kann jetzt mal irgendwo einen Lavasee finden, als wäre wahnsinnig. Ich wette mit dir, wenn ich jetzt einmal nach oben baue, dann kommt Lava runter und ich bin tot. Ja, da kommen wir da aber nicht helfen. Ja. Aber dann hätten wir halt Lava. So Tropfsteinhöhlen sind zwar immer ganz cool. Aber da sind so viele Skelette und so immer drin. Das ist nicht wert. Ich habe jetzt keinen Bock, die Diamantspitzhacke zum Blauen. Das gibt's da nicht. Ich muss da irgendwo ein Lavasee einmal sein. Oh! Ich hab theoretisch Lava. Oh, ich hab, wenn ich's mal warten darf. Ich hab's genau über mir. Ja, bei mir ist wahrscheinlich genau unter mir. Es kommt runter. Ja, ich hab Lava. Okay, geil. Das ist so ein richtiger, geiler Lavasee im Untergrund. Geil. Nice.
Das heißt, wir haben jetzt theoretisch unser Netherportal. Lieben wir. Ja, ich baue jetzt das Obsidian ab. Und dann komme ich wieder heim. Ja, gut, mit einer nicht verzauberten Spitzhacke dauert das jetzt ein bisschen. So, jetzt habe ich 13 Obsidian. So, jetzt gehe ich mal wieder hier aus der Schlucht raus, weil hier ist nichts, ich habe keinen Bock mehr. So, mir eine andere. Ja, 14 reicht. Wie gesagt, wir brauchen 4 für Ding und 10. Also 14 braucht man für Ja, ich habe normales. bis jetzt, ich hab jetzt 7, davon haben wir aber schon eine Spitzhacke gemacht. Das heißt, ich habe aktuell in meiner Kiste, Mathe, was braucht der Spitzhacke? 3, oder? Wir brauchen 14. Ne, Ach so, du meinst Obsidian. Obsidian. Ach so, ich dachte, du redest von Dias. Sorry. Nein. Dias brauchen wir so viel wie wir kriegen können, ne? Ja, gut, solange du mit Obsidian beschäftigt bist, kümmere ich mich noch weiter um Strip Mining. 38 Eisen wieder mitgenommen. Nice. Jetzt pass auf, Über zwei Stacks. ich baue mal bei mir gleich den Verzauberungstisch. Diamantspitzhacke, die kriegst du wieder. Das ist deine. Warum hast du eine eigene jetzt, oder wie? Nein. Aber ich hab dir bloß das Obsidian gebracht. Hast du irgendwo Kies bei dir? Ja. Oder hast du schon einen Feuerstein? Nee, du brauchst blind, ne? Nee, Ah, ich hab hier selber Kies. Aber in meiner Kiste ist tatsächlich was, musst halt Ah, ich in hab meine hier. Höhle Ich rein. hab schon. Flintenstiel. Die Frage ist jetzt, wo wir das scheiß Netherportal liefern. Ja, irgendwo zwischen unseren beiden Spots, oder? Irgendwo in die Mitte dazwischen. Hätte ich jetzt gesagt, dass wir beide so ungefähr den gleichen Weg nach Hause haben. Dann baue ich sie her. Zwischen uns, wo bist du? Kann ja nicht so weit sein. Unter meinem Berg. Dann bist du aber nicht wirklich in der Mitte zwischen uns, oder? Doch, du musst da geradeaus viele laufen und ich muss den Berg hoch. Ach, da wo mein Durchgang quasi ist. Hey, da hab ich schon weiter, gell? Also das ist vorher schon gemein, was du da machst. Hey, cool. Ja, passt. Finde ich wieder. Den Weg kenne ich. So. Hier wird das rein, oder was? Ich weiß nicht, ob du mit deiner Diamantspitzhacke da jetzt nah bist. Ich würde mir halt ganz kurz noch irgendwas Goldenes anziehen. Du Ich nicht? gehe da jetzt ran. Okay, dann gehe ich mit. Aber meine Spitzhacke! Ja, dann tu die halt schnell weg. Hä? Warte doch auf mich! Okay, der. Oh, Alter. An Stelle? Okay, also mitten im Mycelium-Biom. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Gefährlich auf jeden Fall. Geh nicht nach links, wenn du rauskommst. Wassereimer bringt dem Nether nichts, ne? Was? War das nicht so? Wassereimer bringt dem Nether nichts, ne? Ja, den kannst du ausschütten und machst pff, und ist weg. Ja, genau. Okay, passt. Habe ich richtig im Kopf. Was hast du gerade zu mir gesagt? Nicht nach links gehen. Okay. Nach links, tot. Oh, warum sind wir in einem Mycelium-Biom? Oh, die Soundkulisse hier ist so ätzend. Der Alex hat sich hier mal eine Base aufgebaut in Watercraft 2. Der hat hier gelebt in dem Biom. Warte, mache ich im Nether? Ach, egal. Alter, da kriegst du Paranoia da hin. Nicht nach links gehen. Das erste, was ich tue, ist nach links gehen. Da kriegst du Paranoia hier. Also, warte, vom. Ah, hi. Oh, puh. Jetzt wollte ich schon fragen, wo du bist. Oder? Hi. Ach nee, ich bin Mycelium-Biom, Vollidiot. Basalt Delta ist das. Das ist jetzt wirklich ein Biom, das wo ich mal als allerletztes gewünscht hätte, irgendwie. Ich meine, hier sind wir auf jeden Fall safe vor Ghasts. Und Hoglins. Ja, wir finden halt aber auch keine Festung, ne? Und Piglins. Naja, aber dafür können wir hier Bastion finden. Alter. Wer geht's denn hier da? Oh mein Gott, ist der Spawn scheiße. Ich gehe wieder raus. Ich bin zu schlecht equipped dafür jetzt. Aber ich muss sagen, im Basalt Delta können wir gut den Schrott finden und fangen. Ja gut, aber wir kommen halt im Spielverlauf nicht weiter. Weil? Ja, weil wir, wie gesagt, halt keine Festung finden. Brauchen wir nicht eine Festung?
Ja, und? Das ist mal halt irgendwo noch eine nächste Portalbahn oder wir bauen uns halt dann Weg durch, aber ich habe jetzt keine Lust, ich will jetzt erst einmal ein Haus bauen und alles hier, ich habe ja noch nichts. Aber das Haus, Freunde, würde ich sagen, baue ich ein bisschen Offcam, bisschen Stripmine und alles, bisschen generell ein bisschen farmen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, Franzi, ciao. Tschüssi. Haut rein.